Ah, ich dachte schon, du wärst nicht mein richtiger Sohn. Was willst du, Dad? Ich wollte dich bloß beglückwünschen. Du wirst bald Vater. Na los, umarm schon deinen alten Herrn. Das ist wirklich wundervoll, Nathan. So ähnlich wie ein Stipendium der Duke. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Oh nein, es gibt keinen Haken. Ich freue mich wahnsinnig für dich und Haley. Aber wie lange liebst du Haley jetzt? Ein Jahr? Basketball liebst du schon fast dein ganzes Leben. Du hast viel dafür getan. Und die Duke hat das erkannt. Das ist echt eine unglaubliche Leistung. Haleys Traum ist es, nach Stanford zu gehen. Interessant. Ich dachte, es wäre ihr Traum, auf Tour zu gehen. Oh, Augenblick mal. Das hast du ihr schon zugestanden, oder? Dad! Hör zu, ich mag Haley. Ich habe mich in ihr getäuscht, okay? Aber wenn sie nach Stanford gehen will, dann lass sie auch gehen. Allein. Sie ist schwanger. Das verstehe ich. Aber wenn sie dich liebt, also wenn sie dich wirklich liebt, wird Haley ihren zweiten Traum hinter deinen ersten stellen und dir nach Duke folgen. Ich habe Basketball gespielt und hatte dich. Das kannst du auch. Der Tag, an dem ich unterschrieben habe, war der größte Tag meines Lebens. Das könnte für dich auch der größte Tag sein. Aber wenn Haley dir das nimmt, nachdem du sie auf diese Tour hast gehen lassen, dann ist sie nicht der Mensch, für den wir sie gehalten haben, Nathan. Denk darüber nach. Du verstehst das jetzt, nicht wahr? Ich war damals kein Monster. Ich war nur ein Junge, der seinem Traum hinterhergejagt ist und ihn sich erfüllt hat. Genau wie du.